habe zunächst eine Ausbildung zum Fernmeldetechniker absolviert, weil ich davon ausging, dass ich eher praktisch begabt bin und die Auseinandersetzung mit der Technik mich auch wirklich begeistert. Und ich habe also da tatsächlich gelernt zu löten und Schrumpfmuffen zu schrumpfen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich doch nicht so praktisch veranlagt bin, nachdem 2 oder 3 Neubaugebiete dann irgendwann keine Telefonverbindung mehr hatten, weil ich mit meinen Lötkünsten doch nicht so berühmt war. Das hat sich bis heute fortgesetzt. Ich löte immer noch mit Leidenschaft, aber nur für den Heimgebrauch. In der Tat war mir das Studium am Anfang etwas trocken. Wenn man sich die Rechtstexte betrachtet, dann sprüht da wenig Leben, aber man kann es mit Leben erfüllen und es geht um unser tägliches Sein und von daher war der Anwendungszusammenhang für mich schon immer gegeben. Ich hatte dann die einmalige Chance, als Direktor ans FZI berufen zu werden. Das ist für mich insofern wunderbar, als wir hier die Möglichkeit haben, die Ergebnisse unserer theoretischen Forschung am KIT eben auch in die Praxis zu bringen. Ich muss mir dann regelmäßig vergegenwärtigen, was eigentlich die neuen technischen Phänomene sind. Und so baue ich zum Beispiel mir zu Hause ein Smart Home auf, schaue mir die Sensorik an und entdecke die sozialen und individuellen Phänomene, die dahinter stecken. Und das kann ich dann in angepasste Rechtsregeln, aber auch mit meiner Crew gemeinsam in Beratungstätigkeiten überführen. Es ist ganz naheliegend, wenn man am Wasser groß wird, dass man dann zu irgendeinem Wassersport kommt. In meinem Fall das Segeln, was bis heute meine große Leidenschaft ist. Ich möchte vielleicht die Gelegenheit nutzen, angehenden Jurastudenten oder auch Informatikern oder Informationswirten hier aus Karlsruhe und Umgebung anzuraten, sich doch mit dem Fach Technikrecht zu beschäftigen. Es ist eine so faszinierende Materie. Wir können sowohl die Technik gestalten, aber eben auch unsere individuelle und gesellschaftliche Zukunft hier mitgestalten. Und ich glaube, das FZI bietet den idealen Rahmen, um zu lernen und dann hinterher etwas weiterzugeben. Vielen Dank.